Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr im Start seid. Heute gibt es ein wenig Katharina-Action. Und zwar habe ich mir gedacht, beziehungsweise viele von euch haben sich gefragt, hey Tobi, welchen Golden Chroma-Skin hast du eigentlich gekauft? Ja? Ich habe ja mal das Opening gemacht und tatsächlich habe ich mich für diesen Skin entschieden. Und der sieht wirklich, 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 wirklich gut aus. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe herausgefunden, dass man die anderen auch mit Gemstones kaufen kann. Und deswegen habe ich mir auch Garen und Riven gekauft. Ich hatte ja noch 14 Stück und... Wenn wir jetzt mal absolut ehrlich sind, diese Skins sehen bei far besser aus als irgendein Hextech Annie, Alistar oder irgendwas. Soulsealer Vayne ist noch ganz okay, aber, ne? Also es ist sehr, sehr grenzwertig. Ich weiß nicht, liegt das an der goldenen Farbe? Weil der vorige Skin, den hatte ich ja auch, den fand ich jetzt nicht so krass geil. Ja, wir spielen auf jeden Fall Katharina. Ich habe mir aber gedacht, wir spielen sie mal ein bisschen anders. Ein bisschen interessanter, ein bisschen, ja. Wave Gear soll ja bald genervt werden und das Roaming insgesamt auch. Deswegen habe ich gedacht, okay, gucken wir mal heute, vielleicht können wir das Ganze ein bisschen übertreiben. Und zwar habe ich nämlich Predator mitgenommen. Diese Rune, damit wir Predator öfter ready haben. Waterwalking und also komplett auf Move and Speed alles getrimmt. Und ich werde auch andere Items bauen als sonst, ja. Das heißt, kein Gunblade. Das Matchup gegen Vel'Koz, er hat Ghost dabei tatsächlich. Der will wohl auch auf Move and Speed hier machen. Müssen wir tatsächlich mal schauen, wie das Matchup so wird. Na, könnte ein bisschen räudend werden. Ja, vor allem, wenn ich hier so viel Damage eintake. Ei, müssen wir mal flashen. Ei, er könnte mal noch flashen. Okay, da bin ich ein bisschen... Ich glaube, ich habe sau viel Minion-Damage bekommen, aber... Naja, das verleiht der ganze Sache ein bisschen Spiciness, ein bisschen Hotness, ein bisschen... Ignite, der stirbt auch noch. Der stirbt noch. Okay, also... Ah, shit, Alter. Hätte ich das schneller gesehen, hätte ich da direkt hinterspringen können. Also, ich hab's... Na gut. Ich stand sogar hinter ihm, glaube ich, noch. Naja, aber ist egal. Können wir mit leben. Ich wollte eh in die Base sehen, was positiv. Jetzt haben wir schon unsere Schuhe. Supergeil. Man könnte tatsächlich sagen, supergeil. Ja, wir können direkt los, weil wir haben eigentlich nichts, ne? Control Ward macht keinen Schaden. Ja, so schnell geht's, ne? So schnell geht's, meine Freunde. Hatte ich das First Blood? Nee, hatte ich nicht, schade. Ich habe heute übrigens ja Pfirsichtee mit am Start. Es ist ja immer wirklich ein sehr, sehr harter Kampf zwischen Pfirsichtee und Spanischer Orange. Aber ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich... Ich weiß nicht, ob mein Körper sich irgendwie mutiert. Vielleicht kommt das wegen der Gift. Vielleicht vergiftet die Milch meine Geschmacksnerven. Aber ich habe das Gefühl, dass ich Orange nicht mehr so richtig geschmacklich wahrnehme, so richtig. Wisst ihr, was ich meine? Also, es hat nicht mehr so die Geschmacksexplosion, so wie es am Anfang war. Na, da oben, der braucht ein bisschen Help. Ja, okay, let's go. Predators an! Ja, ich weiß nicht, ob das ein guter Plan ist. Okay, das passt, das passt, das passt. Ich bin erstmal raus. I'm out of business. Okay. Das ist soweit erstmal okay. Ich muss. Leute. Okay, ne, ich bin. Was ist hier eigentlich los? Ganz, ganz kleine Frage. Was ist hier eigentlich los? Habe ich schon wieder Armat gecued? All mit all Tobi. Scheinbar. Ne? Ich wollte in die Base. Also zurück. Ne? Hier haben wir schon Sex. Hier, ihr seht, das Ding hat. Das wird super krass reduziert jedes Mal. Ne? Ich habe es kaum benutzt. Ist schon wieder ready. Ne, wir wollen ja Move and Speed gehen. Magic Pen Schuhe. Let's go. Kaufen uns auch mal ein Control Ward, um so zu tun, als wären wir krass. Ach ja, übrigens, Leute, für die, die sich wundern, habe ich mich ja gar nicht drauf eingegangen. Das hier ist mein Main, ja? Taylor Nice. Ich habe, das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich mich. Obwohl, ich hieß schon mal. Ich hieß mal Anziehen Madness, aber. Hieß ich auch mal Les Dagger? Kann das sein? Ich weiß es nicht, aber. Also, das, wenn, dann war es für Katharina das einzige Mal davor. Also sonst habe ich mich noch nie für einen Champion umbenannt, ja. Das ist quasi, ich glaube so mehr oder weniger das erste Mal. So, wir wollen diesen Typen bumsen, ja. Das heißt, wir werden jetzt ihn bumsen. Wir warten, bis er mal irgendwas benutzt. Wir machen erstmal dieses Ward hier weg und warden. Bevor ihr gleich wieder Party-Alarm startet, ne. Also das hier ist mein, ich spiele gerade super viel Talon. Ich habe ein bisschen Angst vor den Wave-Key-Änderungen, was Talon angeht, weil er ist ja Roaming. Alles, was er ist, ist Roaming, ja. Da habe ich etwas Angst vor tatsächlich. Okay, er cleart hier durch. Okay, das ist eigentlich perfekt, weil... Obwohl, ich dachte, er geht jetzt shoppen, weil dann könnten wir nämlich roam. Das ist ja unsere Idee, das ist unser Plan. Er hat... Sieht aus wie vom Trödelmarkt, ne? Als würde er jetzt nach Bares für Rares damit gehen. Hier diese goldene Taschenuhr. Ist okay. Das Problem ist, ich komme immer so relativ räudig an ihn ran da, ne? An diesen komischen Wurm-Menschen. Aber die E hat noch so... Na, da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Wenn ich da drauf springe, dann wird er sofort sein Zeugzellen machen, ne? Das ist natürlich... Das ist natürlich fies. Er hat halt Ghost und Electrocute dabei, das ist voll cool, aber damit macht er halt super viel Schaden, so. Na? Ich habe letztens Swains gesehen mit Phasenrausch, ne? Also das scheint auch not bad zu sein, tatsächlich. Not do bad.
So, Dino, zack. Jetzt könnten wir nämlich gucken, dass wir roam. Wir haben die ultraspeed-mäßigen Mega-Speed-Schuhe. Ne? Und wir sind auch hier im Fluss schnell. Guck mal, 420. Predators an. Und let's go, let's go, let's go. Wappadabadabadabadubadubada. Chibidi-babu. Chibidi-badubadabada. Lalalala. Ne? Man muss ja auch mal. Also, ich. Wichtig ist. Ich spiele etwas geintet. Das ist tatsächlich lustig. Ich habe nämlich, ich habe es schon auf Twitter gepostet. Ich habe ein Game gewonnen mit 2:14. Ja, super schön. Super schön. Die Games wurde 14. Ich hatte ein Game 9:2 nach 10 Minuten. Ja, habe ich verloren. Ja, wo du 2:14 gehst, das gewinnst du. So, also ich würde nicht sagen, wichtig jetzt für alle Disclaimer, ne? Ich sag nicht, dass das der Way to go ist hier mit Predator, ne? Aber man muss ja ab und zu mal was Lustiges ausprobieren, ne? Was Neues ausprobieren. Also darauf kommt man auf neue Ideen, ne? Und Roaming auf KataSGG und ja, warum eigentlich nicht, ne? Also wir werden, ihr denkt euch jetzt, hey Tobi, du hast gesagt, du gehst keinen Revolver oder kein Gunblade. Das tun wir auch nicht. Wir gehen nämlich, auf den Protonenbelt, ne? Für Mobilität. Protonenbelt ist cool, weil die dadurch, okay, der ist markiert als zu sterbender auf der zu sterbenden Liste. Das ist tatsächlich. Ja, also der zu sterbenden Liste von mir. Oh. Also, das ist halt Velkos, Leute. Ihr kriegt einmal die E ab und dann seid ihr tot. Ne? Das ist Velkos. Muss man tatsächlich sagen. Sehr bestrafend, wenn man das so nimmt. Die E ist relativ schwer zu treffen, muss man ehrlich sein. Und ich als Katharina-Spieler sollte das auch maximal dodgen können. Ich glaube, ich hatte meine E-Benutzer so. Keine Ahnung, hat sie nicht ready. Auf jeden Fall. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, sonst bist du instant tot. Aber ist okay. Er ist eingetragen auf der zu sterbenden Liste. Also wir gehen Protonenbelt. Protonenbelt hat halt. Ja, man kann so richtig schön in die Decke rein dashen. Das sieht einfach cool aus, es sieht lustig aus, es ist toll, das ist nice, es macht Spaß, es ist toll. Und es ist nice und es macht Spaß. So, wir gehen roam. Wir haben nämlich die Protonenbelt, die Dingsschuhe ready. Und würde sagen, let's go, Schuhe! Weu. Scheiße, ich habe keine E, ich habe keine E, ich habe keine E, aber die Schuhe sind an, die Schuhe sind an. Let's go. Let's go. Na, 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 wen holen wir uns? Wen holen wir uns? Ja, springen einmal, komm, spring. Ja, Auto hit, E, Auto, Q. Okay. Ja, wir sind überall. Das ist der Vorteil. Wir sind nicht nur hier, wir sind auch nicht nur da, wir sind auch dort. Ja, er pinkt, aber ich gehe shoppen, weil gleich kriege ich wieder den Ölwurmlaser ins Gesicht und da habe ich nicht viel Lust drauf. So. Ich würde sagen, eigentlich müssen wir noch Spellbänder vielleicht noch bauen, wegen den 10% Dings da, ne? Das müssen wir jetzt mal ein bisschen um. So, ne? Wir machen das mal so. Weil die Schuhe hätte ich gerne auf 2. Da muss ich wirklich drauf achten, dass ich das ordentlich aktiviere. Macht ja auch Schaden, das ist nicht nur Mobility, macht auch Damage, ne? 60 bis 180. Wie viel macht es denn aktuell? Steht das da nicht? Aktuell macht Damage. Na gut. Es macht aktuell Schaden. Schön. Schön, schön, schön. So, wir warten jetzt erstmal, damit der scheiß Ward wegkommt. Da ist sogar auch ein Ward. Wir müssen aber erst durchpushen. Ja, ich habe auch keine E gerade. Ist ein bisschen. Wir warten auch nochmal hier. Na? Ich würde ihn ja gerne battlen. Die Frage ist, wir müssen kurz mit Gehirn arbeiten. Wenn ich auf ihn drauf springe, dann wird er sterben. Okay, passt. Sehr gut. Nice. Das sollten wir dann ungefähr so realisieren. Ja, willst du den noch? Take it, hier, nimm mein Q, du Wurm. Na, okay, dann nicht. Dann nicht. So, wir brauchen natürlich auch die Schuhe, sind gleich wieder ready. Der ist halt so weit hinten, ne? Das ist das. Also, so Matchups für Assassinen sind eigentlich recht eklig, ne? So welche, die super weit hinten stehen und ständig ihr Scheiß rausfällen. Das machst du nicht. Es könnte aber sein, dass der andere. Dass der andere. Das machst du nicht. Ja, den willst du nochmal in den Outfit, ne? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Mama! Okay, es passt. Easy. Kalkuliert. Also es war eigentlich klar, dass es ein Bait war, weil sonst würde er da nicht für gehen, glaube ich. Aber ich hatte ja meinen Mate auch noch in der Nähe. Deswegen konnte ich das jetzt realisieren. Allerdings, ja. Wir leben. Der Gegner ist tot, mein Ward leider auch. Schade. So, wie viel kostet der Belt? Der Belt, der Belt, der ist fertig. Ja, das ist schön. Schön ist das. Das ist schön. So, nächstes Item. Also wir wollen Mobility und Move and Speed, ne? Das ist so. Wir wollen sneaky, fast on the way sein. Mir fällt auf jeden Fall dieses Item ein. 10% Move and Speed, ne? Ist, könnten wir, glaube ich, noch gehen. Ist vielleicht ein bisschen spät dafür. Also ich denke, wenn man dieses Item baut, dann sollte man es tatsächlich rushen, hätte ich gesagt, ne?
Mal kurz gucken hier. Okay, das klappt. Ja, also, was gibt denn noch? Also, Ryla ist klar, wenn die Gegner langsamer sind, dann bin ich schneller. So eine Logik könnte man auch ansetzen. So, pass auf, wir gehen jetzt all in direkt. Naja, macht jetzt hier. Lass uns noch ein bisschen pushen. Ah, wir haben keine Ult. Nee, dann warten wir nehmt. Wir könnten auch da oben nochmal den kleinen grünen Kopf töten. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ist ja gut. So, den kleinen grünen Kopf. I'm on the way. Predator-Schuhe sind an. Und let's go. Man muss auch mal vorstellen, es hält einfach 3 Jahre. Vielleicht sind es auch 4. Bin mir nicht ganz sicher. Und die Predator. Bam. Bitte kein Laser, bitte kein Laser. Okay. Na, das hält wirklich 10 Sekunden oder so. 15. 15 Sekunden, 45% Movement Speed. Also, das hält quasi Tage. Ne? Days. Einfach nur Days. Okay. Naja, das würde ich jetzt nicht so gern fighten. Keine E-Ready, aber es ist schon tatsächlich etwas insane. Wir machen das. Was ist hier eigentlich los in der Mitte? Wieso sind die beiden hier in der Mitte? Ha? Das hier ist Tim und Nami ist Struppi. Ne, sie sieht auch relativ struppig aus, so mit den Haaren. Ne? Also bitte. Na, jetzt haben wir ein dezentes Problem, aber dafür habe ich vorgesorgt, Leute, und zwar Hell! Okay. Okay, also, ja. Das war anders geplant. Okay, na gut. Aber Predator ist wirklich, Protobelt ist wirklich gut zum Wavekill, allerdings habe ich es halt komplett in den Tower gehauen. Und das ist natürlich etwas unglücklich. So. Ich würde sagen, wir gehen nochmal shoppen. Na, wir haben mittlerweile 4, wir brauchen nur noch, Miss Fortune müssen wir töten. Na, wir haben 4 Stacks, das heißt, wir haben einen CDR von, was ist denn das hier? 10% und 6% für jeden. Das ist eigentlich schon ziemlich viel. Gehen wir jetzt Spellbinder, ich glaube schon. Alter, wie schnell wir dann werden. Da müsste ich eigentlich hätte ich noch Ghost mit draufpacken. Das wäre echt cool gewesen, noch mit Ghost, Leute. Das wäre es eigentlich gewesen. Aber na gut. Ghost. Vor allem macht dann ja auch. Macht das dann mehr Schaden? Ich weiß es gar nicht. Ne, ich glaube, das macht immer denselben Schaden. Ich glaube, es macht mehr Schaden, je mehr Distanz ich aber hinter mir setze. Ist ja auch egal. Ne, es macht auf jeden Fall Damage. Und das ist das Wichtige. Na, also, wir gucken mal, wo wir was machen können. Ja, wir sind ja immer überall. Das ist eine wichtige Regel. Bitte nicht, danke. Jetzt gehen wir nämlich hier hin und werden auf ihn einrushen. So, ja, er muss noch ein bisschen... Komm. Jetzt benutzt deine Spells, das wäre übel nice. Das wäre übel nice. Komm, wenn er an diese da dran geht, die stehen so weit hinten, da will er dran. Ne, ja, komm. Ja, komm. Okay, Schuhe sind an, let's go! Okay, das war sehr deep. Sehr deep und ein bisschen dumm. Ja, also, ja, das Ding ist, Xayah Red ist hier aus. Ich habe irgendwas gesehen, jemand ist fett, habe ich gedacht, aber ne. Also, okay, man muss manchmal auch ein Zeichen setzen. Das Zeichen ist, wenn einmal Predator an ist, dann geht man rein. Na, das ist, Zeichen müssen auch mal gesetzt werden. So. Das Ding ist, ich war mir sehr unsicher hier bei meinem Machen. Sonst hätte ich direkt die W hochgeworfen, damit ich rüberspringen kann. Aber irgendwie, das Ding ist, ich wollte erst rein und dann dachte ich, dann doch nicht mehr und dann wieder doch. Und da, das ist einfach, ne, das, so ist es immer der Tod, Leute. Das ist einfach nur der Tod. Aber wir haben es gleich wieder direkt ready. Also, das ist echt krass. Wir müssen auf jeden Fall mal Mill Fortune töten. Leider habe ich die Schuhe noch nicht ready, bevor ich unten bin. Was hat sie? Sie hat 1-0 mit Yomus. Okay. CS haben wir nicht? Brauchen wir nicht. Haben wir nicht, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, können wir nicht. Okay, sie düst direkt ab, die Alte. Ja, nehmen wir mal ein bisschen CS mit. Ein bisschen CS sind auch mal ganz gut, Leute. Ne? Hier einmal durchgejagt. Das Coole ist, dass der Protobell jetzt halt auch super wenig Cooldown hat, ne? 25 Sekunden, das ist echt nice. Wir sind da oben übel am Betteln. Ich push jetzt einmal durch, Leute. Ich push jetzt einfach mal durch. Na, Schnauze voll. Ich muss auch sagen, ich habe ewig schon wieder keine Katharina gespielt. Bei mir ist das immer phasenweise. Ne? Also Katharina sollte man natürlich immer ein bisschen Übung mit drin haben, wenn man also ihr solltet euch kein Beispiel an meiner Katharina nehmen, definitiv nicht. Aber, also wenn ich mich halt mit einem Champion ein bisschen beschäftige, also generell mit einem Champion, dann klappt das auch. Aber wenn ich mich halt dann wieder 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wochen wieder nicht damit beschäftige, dann ist wieder RIP. Na, selbes bei Zed auch ungefähr. So, da haben wir wieder Kollege Wurmschwanz. Ah, der steht halt so übel deep unterm Tower. Eigentlich könnte ich ihn locker töten.
Ich müsste nur seinen komischen Spell da flashen. Das mache ich jetzt. Komm, wir probieren das einfach aus, ne? Let's go, Pot ist drin, let's go, Pot ist drin, let's go, Pot ist drin. Na 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 na. Da da di du. So, ne? War okay. War jetzt nicht allein und nicht solo, aber ich glaube, solo hätte ich es auch noch geschafft. So viel Schaden hat die Xa. Okay, ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. So, wie viel kostet Spellbeine? Spellbeine kostet 1,59, ja? Ist aber eine schöne Runde, finde ich, ne? Weil, klar, wäre vielleicht cool, wenn ich jetzt 10-2 wäre, dann so, boah, ey, krasse Plays und so, ey, boah, ey, voll cool. Voll cool. Toll und cool, Leute. Voll cool. Aber so eine Runde ist natürlich auch schön, weil die nicht, die hat so ein bisschen Würzen. Also ein bisschen spicy ist nicht immer so dieses, ne, diese 15 Minuten zu Renders, die sind halt auch schon ein bisschen räuden, ne? Oh, scheiße, ich weiß gar nicht, wo ich das hier wieder active, wo ich das hinpacken soll. Ne, zwei Items kann ich handeln, beim dritten, also kann ich auch handeln, aber nicht mit voller 100%iger Kontrolle. Also ja, die beiden, das habe ich unter 100% und das hier auch, aber ab hier, das ist dann nicht mehr so, ne? Das ist dann, also das kommt meistens später raus, als ich es eigentlich gerne hätte. So ein paar Sekunden, ne? Oben ist schon wieder Action, Predator-Schuhe sind fast ready. Es sind halt die Schuhe, die immer ready sind. Das könnte aber sein, dass der Wurm jetzt auch kommt. Okay, ich bin da. Let's go. Schuhe an und ab damit. Guckt euch dieses Speed an, wie lange es hält. Es hält einfach tagelang. Tagelang, tagelang. Es hält einfach tagelang. Na, 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 na. So. Na, bald ist schon wieder Weihnachten tatsächlich. Draußen fährt ein Zug. Könnt ihr das hören, Leute? Könnt ihr mir sagen, ob ihr den Zug hört? Hier fährt tatsächlich ein Zug lang, ja. Aber das ist so eine riesige, ultra hohe Brücke, ne? Das ist eigentlich cool. Also ich finde es nicht schlimm. Und ich habe mich, also anfangs dachte ich, das wird mich übel abfangen, ne? Weil es ist relativ in der Nähe, ne? Relativ. Aber mittlerweile gar nicht so. Also das kriege ich, also höchstens beim Aufnehmen kriege ich es mal mit, aber auch eigentlich nicht immer, ne? Und auch nur, weil ich das Fenster offen habe. So, wir gehen jetzt Spellbinder, Leute. I'm, oh, okay, ah, okay, ja. Ja, okay. Zack. Napp. Napp, 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 napp. Ich glaube, jetzt will er was machen. Das sieht so aus, als hätte er Bock auf Ultimate. Das sieht so aus, als hätte er Bock auf Ultimate irgendwie. Ich hätte auch auf Bock auf Ultimate, so ist jetzt nicht. Brr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 r
So, rushen wir mal hoch. Golden Katharina Skin. Also sieht schon cool aus. Ne? Die Haare sind golden, die Waffen sind golden, der Skin ist golden, mein Skill ist golden. Perfekt. Wunderschön. Wunderschön, Leute. Zack. Na, das hier ist auch schön. Draußen fährt schon wieder ein Zug. So, hier, die kommen anscheinend hoch, die haben Bock. Warten wir mal. Na? Am besten noch mal das Wort hier unten hinstellen, wenn ihr es könnt. Also, dann seht ihr natürlich deutlich mehr. Aber ich habe es jetzt eingestellt, weil ich auch nicht wusste, ob da schon welche drin sind. Na, ich würde sagen, Spellbinder ist an. Und Predator! Okay, das ist ein bisschen viel. Das war, also ich wusste ja, dass zwei hochkommen, aber ja, dass sie es so hart versuchen, hat der Tower überhaupt irgendwas gemacht, ist die Frage. Der Tower ist nicht mehr mein Freund. Freundschaft gecancelt. Removed vom Freunde-Liste. In Facebook bist du raus, Bro. Du bist raus. Brauchst gar nicht so scheiße gucken und mir die kalte Schulter zu schultern. Du bist raus, Junge. Scheiße. Ja, das war natürlich nicht so gut, eigentlich. Immerhin verlieren wir auch in der Mitte. Das müssen wir positiv sehen. Obwohl, ja, der ist tot. Der ist ripped. Sehr gut. Na, damit kann man natürlich leben. So, wir haben jetzt alle Active Items hier fertig, Leute. Jetzt müssen wir das so irgendwie machen. Kaufen wir uns noch, ich weiß nicht, wir kaufen uns jetzt ein Buch. Na, wie viel Movement Speed haben wir? Da müssen wir mal gucken, wie das ohne diesen Dings-Effekt hier ist. Aber wenn wir dann natürlich alles anschmeißen... Na, 484, ist schon ordentlich. Und wir haben ja noch hier 30 Items, die wir anschmeißen können, ne? Langsame Gegner, schneller wir und auch so in der Art, ne? So bad. So bad, schreibt er hier. Ja, ja, wir kriegen aber... Also wir müssen jetzt den nächsten Teamfight definitiv mit... Oh, lol. Mit Gehirn starten, Leute. Definitely mit Gehirn. Wer ist dann hier fett? Miss Fortune auf jeden Fall. Ja, okay, Miss Fortune ist unser Ziel, denke ich. Ja, der Ölwurm geht auch immer klar, aber vor allem Miss Fortune. Machen die Baron? Nee. So, hier kommt ein Ward. Oh, die machen doch Baron. Ich bin aber relativ flott. Ich bin tatsächlich... Wir können ja mal aktivieren. Und an ist es. Ne? Das müsste locker reichen. Die Frage ist, ob mein Team bis dahin tot ist oder nicht. Ne, das reicht locker. Guckt euch an, wie lange das hält. Es hält einfach jahrelang. Jahrelang, jahrelang. Es hält einfach jahrelang. Na, 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 na. Hey, jahrelang. Fra. Und Protobelt ist cool, habt ihr gesehen? Protobelt ist toll. Es ist einfach toll. Tschüss. Schön. Schön, 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 schön. Ne? Einfach schön. So, komm her. Q. Bap. Haha. Ja, Hater würden jetzt sagen, das war ein CS, ein KS. Andere würden das vielleicht auch sagen. Aber. Nun gut. So, einmal noch hier Protonenweltladung ins Gesicht. Da da. Da 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 da. So, Items. Items. Ich denke, es gibt nur ein Item, um das Ganze etwas abzurunden. Und zwar muss es knallen. Deswegen kaufen wir jetzt Rabatonians. Würde ich einfach mal so sagen. Oder nicht? Das Coole ist ja auch, dass wir diese ganze Movement Speed, wir kriegen ja nicht nur hier durch mehr Movement Speed, sondern wir wandeln das auch in Damage um. Ne? Wir kommen da locker auf 20 Zusatz-AP oder so. Zusätzlich zum Movement Speed. Das ist ganz okay. So, da unten ist wieder Frau Mel Fortune. Und ich habe die Schuhe des schnellen Johannes. Und an sind sie. Jetzt schmeißen wir noch Spellbänder gleich an. Und zwar jetzt. Wir haben eine Movement Speed von 623. Hallo, guten Tag. Einmal bitte die Fahrkarten. Also es war nicht ganz wie geplant, aber es ist okay. Ne? Eigentlich ist der Plan, glaube ich, dass ich erst noch die Q werfe und dann mit dem Protobelt in die Q reinböller. Aber es ist okay. Man kann damit leben. Ah, ich habe Twin Shadows gar nicht benutzt. Scheiße. Naja, muss ich. Ich habe zu viele Actives, Alter. Da muss ich drauf klarkommen. Da muss ich drauf klarkommen. Bra, 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 bra. Wie viel Prozent gab es jetzt hier nochmal? 6% und 10%. Okay, das heißt, wir haben ja jetzt 40% CDR. Das ist eigentlich echt. Wir haben immer circa die Hälfte direkt runter. Das ist eigentlich ziemlich gut. That is pretty, pretty, pretty nice. So, der Turm ist weg.
Wunderschön, schön. Aha, aha. Geister, sucht euch eure Ziele. Ha, da ist mein Ziel. Markiert. Let's go. Okay, ich bin raus. Ah. Ja, okay, es passt. War eigentlich worth, weil seine Ult hat halt 3 Jahre. Meine nicht. Außerdem war es toll und schön. Noch eine Q hier. Zack. Na. Also ich habe damals tatsächlich ganz viel Protobelt gespielt und Boxbox hat auch immer Protobelt gespammt. Vielleicht macht das immer noch, wenn er überhaupt noch Katarina spielt. Ich glaube nicht, aber es war auf jeden Fall schön, lustig. Also es hat auch Spaß gemacht, es war toll und es hat halt nicht diesen Ultra-Damage-Effekt, aber es hat halt eine richtig geile Utility, muss man einfach sagen, ne? Wir haben noch keine Ult. Leider. Na, dieser Utility-Faktor ist einfach echt schön. Ne? Gerade in so einen Dolch nochmal reinzudashen und besser ranzukommen, ist schön. So, wir gehen das Top-Lane-Zeug einsammeln. Wir haben ultramäßigen Geld kneten. Ultramäßigen Geldknetensegenregen. Und sehr. Den noch mitgenommen. So, wie viel kostet das hier? 2-3 Buffzege. Sehr schön. Na, wie viel AP haben wir? Wir haben 400. Und jetzt haben wir nicht mehr 400. Ah, 700. Das ist geil. Wir kaufen jetzt mal endlich die Alarmanlage. Na? So. Talon, nice. Na, ihr könnt ja auch gerne mal eure OTP-Namen reinböllern, wenn ihr Bock habt. Ja, falls ihr, also ich habe mir den ja selber ausgedacht. Das ist keine direkte, da kann ich nicht sagen, so Tobi, hä, was bedeutet das jetzt oder so. Das ist einfach nur so. Ich fand, das sieht, liest sich ganz cool. Liest. Und sieht ganz cool aus. Das war der einzige Gedanke dabei. Was macht der da? Braucht der Hilfe? Ja, ich helfe ihm mal. Ich will mal nicht so sein. Mich fuckt das auch immer ab, wenn mir keiner hilft. Also, na, das ist der einzige Gedanke. Ihr könnt ja trotzdem gerne mal eure Namen, muss man nicht unbedingt ein OTP-Name sein, könnt ihr auch so droppen, falls ihr einen coolen habt. Aber dann auch, was es bedeutet. Was es bedeutet, falls eine Bedeutung hinter ist. So, ich würde sagen, wir schicken jetzt die Pokéball-Siegflieger aus. Pokéball-Sieg, ja, wir warten erstmal auf Zack. Ne? Pokéball-Siegflieger fliegt und siegt. Predator-Schuhe sind an. Spellbein das auch an und lalalala, ich bin gedingsert. Nö, das ist jetzt kacke. Ja, ich bin auch mittendrin hier in der Scheiße. Ja, das ist jetzt, so, Mann, scheiß Exhaust auch noch, ey. Das ist zwar nett, dass du mir den vorbeibringst, aber so richtig Bock habe ich nicht. Also ein bisschen, ja, so dezent. Also, wenn er den jetzt eingreifen will, dann ja. Ja, aber die haben ja auch ein dezentes Problem in ihrer Basis. Und sie sind gestorben. Na gut. Ah, ich würde gerne nochmal was machen. Jetzt habe ich dich. Ha! Solo. Einfach weggesolot. Mit der E. One-Shot. Einfach gewone-shottet. Passt. Ja gut, das war's, meine Freunde. Ja. Oh mein Gott, Leute. Das war ein Ranked. Oh mein Gott. Das war ein Ranked. Eigentlich wollte ich tatsächlich Normal spielen. Aber das war ein... Ich stehe 14-5. Ich habe ja voll viele Kills gehabt. Das war ein Ranked. Oh mein Gott. Also das passiert mir übel oft. Ohne Scheiß. Das ist richtig zum Tilten, Leute, aktuell. Ich weiß, ich bin einfach so in diesem Rhythmus drin. Ich will eine Normal spielen. Ja, also... Weil das war halt so ein bisschen Trollbild. Das war schon maximaler Troll. Guckt euch das an. Ne? Und dann noch mit Predator und so. Und dann sage ich mir, okay, da will ich jetzt meinen Teammates nicht das Game verderben. Und dann spiele ich halt ein... Ja, eine Normal. Und... Holy shit, es war aber einfach ein Ranked, ne? Und das passiert mir wirklich öfter und dann denke ich mir danach so, ja, mein Gott, haben wir halt verloren und mitten im Game sagen sie, hey, Dude, das ist ein Ranked. Und ich denke mir so, ja, scheiße. Aber das hier, ja, okay. Ich wünsche euch was, haut rein, auf Wiedersehen. Und tschüss. Ja, Elo. Easy Elo. Ich sollte wieder Cutter-ODP werden, vielleicht. Oder auch nicht. Tschüss.